So, Sauli Pauli. Da wären wir. Sie können damit rumspielen, aber schießen Sie nicht. Ich konnte es nicht leiser machen, ohne Genauigkeit und Reichweite zu beeinträchtigen. Okay, wenn wir mal... Ja, danke, alter Irrfischer. Nein, hoch solltest du nicht. Ich wollte eigentlich nur mal ein bisschen rumzoomen. Ja, die mittlere Maustaste können wir... Ich habe das Zielfernrohr kalibriert. Es wird Ihnen gefallen. Natürlich ist es immer noch so empfindlich wie ein Schmetterlingsflügel. Beim Zielen sollten Sie den Atem anhalten. Was wir, glaube ich, mit der rechten Maustaste können, oder? Ja. Und ihr seht, da läuft dann ein Timer ab. Also sehr lange können wir die Luft nicht anhalten. Aber wir können die Waffe so sehr schön stabilisieren. Okay. Das war also das. Oh, Mist, runter, da kommt jemand. Ich hab's doch geahnt. Nein, die Polenta hat uns erwischt. Oh, da liegt noch ein Taser. Hallo, dich hätte ich übersehen. Ich beschwere mich nie wieder über auftauchende Bullen. Warum tun Sie uns nicht den Gefallen und mieten den Kerl um? Ein Ringflächenprojektil sollte leise genug sein und auch seinen Zweck erfüllen. Er steht in einer Lache. Ach, dieser Idiot. Ich mag Ihre Ideen. Versetzen Sie ihm einen Stromstoß. Ah, interessant, dass das jetzt auch schon geht. Also, unser Gegner steht in einer Pfütze drin, was zur Folge hat, dass wir ihn mit einem Taser unter Strom setzen können. Das ist zum Beispiel auch etwas, womit Splinter Cell Blacklist geworben hat. Vielleicht könnten Sie sich um den Körper kümmern. Ich muss schon die Gäste von vorhin bedienen. Sicher. Danke für die Mühe. Die Waffe gefällt mir. War mir ein Vergnügen. Aber tun Sie nichts damit, was ich bedauern müsste. Nein, überhaupt nicht. Wir verteidigen damit kuschelige, flausche Hoppelhäschen auf einer rosa Blümchenwiese. Ja, jetzt haben wir leider einen Taser verschwendet, aber immerhin haben wir festgestellt, dass das mit der Pfütze geht. Das hätte ich nicht gedacht. Das ist etwas, womit Splinter Cell Blacklist geworben hat. Also wenn mehrere Gegner in einer Pfütze stehen, können wir da einen Taser reinpfeffern und alle sind ausgeschaltet. Nö, gut. Man lernt nie aus. Mich wunderte, dass er da eben so locker auf die Mauer geklettert ist. Aber ich vermute mal, wir können uns da nicht fortbewegen. Okay, dann gehen wir zurück. Wir haben ja noch ein Rendezvous vor uns. Oh, da ist eine offene Tür. Moment, ich wechsle mal wieder auf unsere Pistole. So, den roten Punkt. Sehr schön. Und leise gehen. Kauft ihr doch mal ein paar... Uah! Ach so, das ist Soul. Wieso kam der jetzt zurück? Ich hätte ihn beinahe geschlagen. So, ich vermute mal, wir müssen da runter, oder? Ach nein, vielleicht durch die Gasse hier. Wobei, man weiß es nicht. Ist das etwa so eine Spagatsprungstelle? Aber ich sehe da nicht wirklich was, wo wir uns hochziehen könnten. Wir hätten hier vermutlich hochspringen können und uns auf die Polizisten runterfallen lassen können. Das kennen wir ja auch noch, um einen Gegner auszunocken. Ah ja, der linst hier aus dem Fenster. Wir speichern. Und dann machen wir wieder so einen auf Drehung. Natürlich, das sieht er nicht, aber wenn wir vorbei huschen würden, dann würde er uns natürlich sofort sehen. Au. Oh. Ja, es ist hell, aber es ist niemand zu sehen. Schade, dass es bei Saul keine Munition für unsere schöne Pistole gab. Oh, nette Reichweite. Oh, die letzten 14 Schuss.
Und wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Glaubt mir das, Nunu? Wir stehen hier doch im Mondlicht, oder? Das... Wow! Von wegen Mondlicht. Welches Licht hat uns da getroffen? Ach, da oben ist noch eine Lampe, verdammt. Und die hat scheinbar irgendwelche Wackelkontakte, oder wie? Oh nein, eine Zivilistin. Geh weiter, ich möchte keine Frauen schlagen. Oder möchte ich, denn ich möchte nicht, dass sie irgendwelche Leute findet. Vielleicht nur der Zug. Wer ist da? Tut mir leid, Gnäfrau. Ja, da vorbeitragen möchte ich sie nicht. Ich leg sie mal hier in die Ecke. Wir sehen, ich bin auch ein Kämpfer für die Frauenrechte. Ich schlage auch Frauen. Genau wie Männer. Ich bin vollkommen für Gleichberechtigung. Hust, hust. So. Miaut hier eine Katze im Hintergrund. Das klingt ja furchtbar. Das war ein Hund, das weiß ich. Katze und Hund, unterschiedlich. Ich wissen. Ach, müssen wir jetzt etwa zu diesem Friedhof darunter? Auch wenn es meine letzten Kugeln sind, ich möchte doch gerne ein bisschen dunkel haben. Oh, gleich zwei Cops. Ja, herrlich. Und wir speichern nochmal. Die Lampe muss weg, so leid es mir tut. Und hat das jemand mitbekommen? Nein. Die gehen sogar beide. Kommen wir hier eigentlich an dem Rohr hoch? Tatsache. Das bringt uns nur nicht wirklich was, oder? Nee, das ist irgendwie sinnlos. Na gut, wir hätten vielleicht die Cops umgehen können oder die Lampen umgehen können. Den Lichtschein der Lampen. Ach, da ist eine Wohnung, wo wir rein könnten. Wir speichern. Bevor wir den Besitzer stören, können wir da einfach runter. Sammy, hältst du dich auch fest? Tust du mir den Gefallen? Ja, wir bleiben bei der Pistole. Da schnarcht jemand. Also wirklich weit können wir da scheinbar nicht abkürzen. Oder die Tür lässt sich wahrscheinlich nicht öffnen. Nee. Ich hatte wohl Halluzinationen. Ich glaube, ich sehe... Was? Wer? Oh Gott! Bitte sag mir nicht, dass jetzt Alarm kommt. Da oben stand jemand auf dem Balkon. Und der rennt natürlich sofort los und alarmiert jemanden, wenn er was in der Nachbarwohnung sieht. Du perverser Spanner! Ja, das ist jetzt die Frage. Was macht der Typ? Okay, hat er sich wieder beruhigt? Na gut, noch ist nichts passiert. Ja, das sind die Stellen, die ich vorhin meinte, mit den Leuten, die einen aus dem dritten Stock beobachten. Ich könnte natürlich hier diese Nachttischfunzel ausschießen, allerdings würde das vermutlich den Kerl da wecken.
Ja, wie gehen wir vor? Du schläfst weiter. So. Und die Lampe habe ich nicht mal getroffen. Ist es denn möglich? Die kann ich nicht ausschießen. Ja, hallo Kugelverschwendung. Werd ihr mir sehr böse, wenn ich lade? Ich tu's einfach mal. Verzeihung. Denn zwei Kugeln für eine Lampe, die sich nicht ausschießen lässt, ist mir ein bisschen zu schade. Ja, da oben steht er auf seinem Balkon. Seht ihr ihn? Ich bin ja fast versucht, ihn mit einem Ringflächengeschoss oder mit einem Taser auszuschalten. Das Problem ist, dass ich nicht weiß, ob er da alleine ist. Also wenn er eine Frau irgendwo im Zimmer hatte, die wird das mitkriegen. Ja. Vielleicht gehe ich doch unten entlang und pfeife hier rauf. Sammy, lass dich fallen. So. Kannst du dich da an die Wand? Dankeschön. Ach, die Cops sind verschwunden. Ja, dann ist das doch eh Wumpe. So, hier dürfte der uns nicht sehen. Ich hoffe mal, da hinter dem Fenster lauert nicht der Nächste. Oh. Ich glaube, unser Freund, der Cop, kommt zurück, oder? Oder nicht? Ist schwer zu erkennen. Für euch wahrscheinlich noch viel weniger. Oh, da ist wieder so eine offene Tür. Hier wimmelt es ja nur so von Zivilisten. Ist da auch jemand dahinter? Nein. Gut, dann bleibe ich mal auf dieser Seite. Ja, Sammy, warum du auch immer jetzt auf diese Kiste steigst? Reklameschilder. Könnten wir die ausschießen oder ist das... Es ist möglich. Dankeschön. Ich weiß gar nicht, ob das für euch sonderlich spannend ist. Für mich ist es spannend. Ich gebe ja mein Bestes, nicht entdeckt zu werden. Kann ich den anlocken? Hey! Hey, Süßer! Es ist mitten in der Nacht, in der dunklen Seitengasse und jemand pfeift dir zu. Los, komm her! Verdammt. Okay, ich schleiche mich mal hier durch in der Hoffnung, dass wir gleich wieder im Dunkeln sind. Ja, hier geht's doch wieder. Jetzt würde er das Pfeifen vermutlich hören, allerdings, ich riskier's. Ich hatte ja so ein bisschen die Befürchtung, dass er direkt losschießt. So, hab ich dich. Das ist zum Teil in Splinter Cell Blacklist so. Da kann man Gegner auch mit Geräuschen auf sich aufmerksam machen. Allerdings reagieren die nicht immer gleich. Das heißt, der eine kommt vielleicht treu doof angewatschelt, um nachzuschauen. Und dann kann man ihn ausschalten. Aber ein anderer ballert vielleicht direkt in die Richtung, aus der er was gehört hat. Das ist immer so ein Glücksspiel. Okay, ist das eine Sackgasse? Dann würde ich den Cop da gerne ablegen. Oh, ist das eine Kirche? Bleiglasfenster und so. Ist hier dunkel? Ja, da scheint's... Moment, ich überprüfe erstmal, ob es da wirklich nicht weitergeht. Scheint so, allerdings hängt da oben eine blöde Lampe. Noch 9 Schuss. Ja, es neigt sich dem Ende. Wir haben ja noch ein paar in der SC-2000. Allerdings auch nicht die Welt. Ich hoffe, wir finden irgendwo Kugeln, sonst sehe ich langsam schwarz. Oder ich sehe nicht mehr schwarz, dann sehe ich überall taghell. Und ich glaube, das ist nicht schaffbar, wenn man hier wirklich gar nichts ausschießt. Stelle ich mir extrem schwer vor. Ja, so viel zum Thema Sackgasse. Okay, ich hoffe mal, du wirst hier nicht gefunden. Ihr könntet ja auch mal Munition dabei haben. Das wäre doch mal eine nette Geste.
Vielleicht gehe ich hier hinten rum. Sammy, kannst du da rauf? Dankeschön. So. Dann quälen wir uns hier oben lang. In der Hoffnung, dass wir ein paar Leute umgehen können. Da ist wieder ein Freund und Helfer. Könnte ich den ausschalten? Na gut, hat er nicht gehört. Wo mag eigentlich Talia stehen? Das ist die Frage. Hier werden wir gesehen. Na, wobei, wenn wir schnell vorbei huschen, so. Dann müssten wir doch langsam wieder im Dunkeln sein, oder? Na, dunkel, hallo? Ja, geht so. Oh. Ja, das scheint wirklich eine Kirche zu sein. Kann ich auf den raufspringen? Vermutlich steht er dafür nicht günstig genug. Oder? Nee, er geht, glaube ich, nicht nah genug an der Mauer entlang. Aber da wir jetzt seinen Weg kennen, können wir ihn vermutlich schön ausschalten. Runter mit dir, Sammy. Ich opfere nochmal eine unserer kostbaren Kugeln. So, natürlich auch treffen. Und wenn er wieder kommt, locken wir ihn an und knipsen ihm hier das Licht aus. So, komm mal nachschauen. Was geht hier vor? Hübscher Mann, orale Freuden, nur ein 50er. Nicht benennen. Das war knapp. So, diese Ecke ist finster. Gut, da ist wieder irgendein Laden. Und ich hoffe mal, dass wir allmählich Talia finden, denn es wird nicht leichter. Super, noch ein Kopf. Ist da dunkel? Jein. Hinter dem Zaun ist direkt wieder einer. Mein Gott, was ist hier denn los? Ich glaube, wir warten auf den und dann knocken wir den aus. Also diese drei Lampen da werde ich nicht ausschießen, das könnt ihr vergessen. Das ist mir zu viel des Guten. So. Kommst du hier rüber? Nicht wirklich. Ne, sagte ich am Anfang noch, das Pfeifen sei Blödsinn. Es ist sehr gut. Es ist sehr nützlich. Ich sag nie wieder was. So, wo legen wir den jetzt ab? Ich würde sagen, hier. Besser wird's nicht. So. Dann beten wir kurz drum, dass er nicht entdeckt wird. Und weiter mit uns. Kann uns da von oben jemand sehen? Hoffentlich nicht. Kommen wir da durch? Eher nicht, oder? Jetzt sag nicht, ich habe Talia schon verpasst. Das wäre nämlich blöde. Dreht er uns den Rücken zu? Ich nehm's einfach mal an. Okay, ich muss irgendwo was übersehen haben. Wahrscheinlich habe ich schon den ganzen Weg freigeräumt, den man mit Talia laufen sollte. Wow. Diese Effekte. Furchtbar. Moment,
Schauen wir in die Notizen. Finden Sie Talia Dahl, Tal bei der armenischen Kirche? Wir waren doch eben bei einer Kirche. Aber da stand keine Talia. Oder haben wir Talia aus Versehen eins vor die Glocke gehauen? Talia? Hallöle? Hier ist keine Talia. Da unten waren wir nicht. Sammy, lass dich mal fallen. Dankeschön. Hier ist auch keine Talia. Oh, elegant. Also wenn wir im Laufen C drücken, rollt er sich ab. Ah ja. Schön, dass ich so viel Neues lerne. Allerdings würde ich gerne Talia finden. Oder ist die vielleicht auf dem Dach? Kommen wir da irgendwo aufs Dach? Nee, das glaube ich jetzt nicht gerade. Allerdings eine andere Kirche habe ich jetzt nicht gesehen. Habt ihr eine gesehen? Moment, wir hatten doch auch eine Karte. Die war zwar sehr nichtssagend. Allerdings, was, wenn Sie eine Waffe gezogen haben, drücken Sie... ach so. Ja, ja, Sekundärfeuer. Die Gadgets und so. Okay, da ist Saul's Shop. Allerdings, wo ist... das ist ein Bild von Dahlia. Ja, gut. Allerdings, wo sie steht, ist hier nicht verzeichnet. Das ist blöd. Das ist sehr blöd. Ich meine, der Weg war jetzt nicht so unglaublich verzweigt, dass ich sie hätte verpassen können da hinten, oder? Da ging es eher sehr geradeaus. Und wenn wir irgendwie Mist gebaut hätten, dass wir sie wirklich aus Versehen ausgenockt haben, dann wär die Mission, glaube ich, schon lange gescheitert. Bei der Kirche, bei der Kirche. Ach, hier ist auch nochmal so ein Buntglasfenster. Das könnte natürlich auch bei der Kirche sein. Reinkommen wir da nicht, nein. Ich opfere eben nochmal eine Kugel, damit wir uns da ein bisschen nähern können.